Das Gebiet um Meckenheim, westlich von Bonn, Grafschaft genannt, ist eines der Zentren des Obst- und Gartenbaus im Rheinland. Bekannt sind auch die zahlreichen Baumschulen, die sich seit dem 19. Jahrhundert hier angesiedelt haben. Auf dem hochwertigen Boden, der bis zur Fille reicht, gedeihen heute vor allem Edelobstsorten und Weizen. Die Früchte gelangen als Tafelobst in den Verkauf oder werden zu Obstkraut verarbeitet. Da auch die Rübenkultivierung gute bis sehr gute Lehm- und Lössböden erfordert, baut man neben Obst und Weizen Zuckerrüben zur Gewinnung von Zucker und Rübenkraut an. Einer der bekanntesten Krautproduzenten ist die Grafschafter Krautfabrik Josef Schmitz KG in Meckenheim. Die Fabrik besteht seit 1893 und befindet sich noch heute in Familienbesitz. Während des Frühjahrs und den Sommer hindurch liegt die Krautproduktion still. Erst mit Beginn der Rübenkampagne Mitte September füllen sich hier die Halden auf dem Lagerplatz. Im Verlauf der 80 bis 100 Tage dauernden Kampagne verarbeitet die Fabrik zwischen 30.000 und 40.000 Tonnen Rüben. Zur Produktpalette der Grafschafter Krautfabrik gehören Rübenkraut, verschiedene Obstkrautsorten und Sirupe. Kraut war besonders im 19. Jahrhundert und bis nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur im Rheinland ein beliebtes Brotaufstrich und Süßmittel. Zentren der Herstellung waren der Niederrhein, das Bergische Land und die Grafschaft. Rohstoffbedingt gab es bereits im 19. Jahrhundert in der Grafschaft neben den Krautkochereien viele Feldbrandziegeleien. So gehören seit knapp 100 Jahren zur Produktion der Grafschafter Krautfabrik auch Ziegelsteine, die heute im betriebseigenen Ringofen zwischen März und August gebrannt werden. So können die Arbeiter, die man normalerweise nur während der Kampagne benötigt, das ganze Jahr über beschäftigt werden. Direkt hinter der Krautabfüllstation, also noch auf dem Betriebsgelände, befindet sich die Lehmgrube. Hier wird der Lehm für die Ziegelherstellung abgebaut. Lehm ist ein sandiger, rauer Ton und weniger plastisch als der wertvollere feine Ton. Der Schaufelbagger fährt langsam die etwa 60 bis 70 Meter lange Abbauwand entlang. Die einzelnen Schaufeln heben nur 2 cm Lehm ab. So wird dieser bereits beim Abräumen zerkleinert. Der Baggerführer muss die Schaufelreihe direkt am Fuß der Abbauwand ansetzen, damit möglichst wenig Wasser mit abgebaggert wird. Ist der Lehm zu feucht, ergeben sich beim Pressen und Schneiden Schwierigkeiten. Das Gleiche gilt für zu trockenen Lehm. Durch einen Trichter fällt der Lehm in die Kipplore. Sie fasst etwa einen Dreiviertel Kubikmeter. Jeweils 4 Loren zusammen bilden einen Zug. Durch einen einfachen Mechanismus wird die Lore an dem sich seitwärts bewegenden Bagger mitgeführt. Die Diesellok zieht die 4 gefüllten Kipploren zur Presse. Thank you.
Im Hintergrund sieht man ein Klärbecken, das aus einer ausgebaggerten Lehmgrube entstanden ist und für die Krautfabrik genutzt wird. Da es einige Tage nicht geregnet hat, ist der Lehm offensichtlich zu trocken. In diesem Fall muss später beim Pressen Wasser zugesetzt werden. Nachdem der Zugführer die vier Kipploren abgekuppelt hat, hängt er die erste Lore an der Seilwinde an. Über den Schrägaufzug gelangt sie auf die sogenannte Bühne, die über der eigentlichen Presse liegt. Der Meckenheimer Ringofen kann 1,5 bis 2 Millionen Ziegel pro Jahr produzieren. Wegen geringerer Nachfrage werden 1988 etwa 600.000 Ziegel gebrannt. Der maximale Ausstoß der Presse liegt bei etwa 26.000 Stück pro Tag, den sogenannten Kuchen. Ein im Boden verankerter Haken hält die Lore während des Abkippens. Der Lehm fällt direkt in den Beschickerkasten. Dieser ist rund 4 Meter lang und fast 5 Kubikmeter. Die leere Kipplore wird über den Schrägaufzug wieder nach unten gelassen und zur Lehmgrube gezogen. Ein Förderband transportiert den Lehm durch 2 Walzen direkt in den Kollergang. Hier wird der Lehm zermahlen und durch ein Sieb gedrückt. Die beiden schweren Mahlräder sind über eine Kupplung mit den Transmissionsriemen verbunden. Der Beschicker auf der Bühne hat dem trockenen Lehm bereits etwas Wasser zugesetzt. Dadurch verändert sich die Konsistenz, die Masse wird geschmeidiger. Der gemahlene Lehm fällt auf den langsam rotierenden Teller. Die sich ebenfalls drehende Schnecke schiebt den Lehm durch eine Öffnung auf das Plattenband, das in die Ziegelpresse führt. Das Plattenband läuft mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Je nach Bedarf kann aber die beförderte Menge erhöht oder reduziert werden. Dies liegt im Ermessen des Pressmeisters. Die große Schnecke zerkleinert den Lehm und mischt ihn nochmals. Gleichzeitig schiebt sie ihn in die Unterdruckkammer hinein. Ein erstes Zwischenprodukt ist der sogenannte Strang, der hier aus dem Mundstück austritt.
Er läuft über Bänder bis zum vollautomatischen Abschneider, der den Strang in Kuchen teilt. Die gesamte Presse wird über verschiedene Keilriemen angetrieben. Motor und Keilriemen laufen weiter, wenn die Presse über die Kupplung abgeschaltet wird. Wichtigster Teil der Presse ist die Unterdruckkammer, in der dem Lehm die Luft entzogen wird. Sie arbeitet mit einem Unterdruck von 0,8 bis 0,9 Atü. An der Außenanzeige kann man erkennen, ob sie einwandfrei funktioniert oder ob der Unterdruck abfällt. Der Lehm ist zu feucht und hat deshalb die Unterdruckkammer zugesetzt. Der Pressmeister kuppelt die Presse aus und schaltet den Kollergang ab. Zunächst muss die Unterdruckkammer geöffnet werden. Schauglas und Innenraum sind mit feuchtem Lehm zugesetzt. Um wieder den notwendigen Unterdruck erreichen zu können, säubert der Pressmeister sorgfältig die Kammer und verschließt sie dann. Im Moment arbeitet die Presse einwandfrei. Trotzdem überprüft der Pressmeister ständig den Strang. Wichtigstes Hilfsmittel ist der Amperemeter, der die Leistung anzeigt und damit indirekt auf die richtige Konsistenz des Stranges hinweist. Ist der Lehm zu geschmeidig, zu feucht, sinkt die Anzeige unter den Normalwert von 110 Ampere. Um ein nochmaliges Zusetzen der Unterdruckkammer zu vermeiden, gibt der Pressmeister einige getrocknete Kuchen, Rohlinge genannt, in den Kollergang. Sie werden mitvermahlen und nehmen die Feuchtigkeit aus dem Lehm. Ist der Lehm dagegen zu trocken, gibt man im Beschickerkasten oder in der Presse Wasser bei. Der Strang kommt wieder glatt und gleichmäßig aus dem Mundstück. Lediglich die leichten Querstreifen weisen noch darauf hin, dass der Lehm zu feucht war. Der automatische Abschneider trennt den Strang in Kuchen. Die Trenngeschwindigkeit liegt im Augenblick bei 1,5 Sekunden. Dies bedeutet etwa 2500 Kuchen pro Stunde oder 20.000 per Schicht. Störungsfreier Ablauf vorausgesetzt. Der reale Ausstoß am Tag der Dreharbeiten liegt bei etwa 18.000 Kuchen. Zwei parallele Latten nehmen jeweils 12 Kuchen auf. Sie werden umgesetzt, die beiden äußeren Kuchen gerade gerückt. Der Elevator fasst in jeder Ebene zwei Lattenpaare, also 24 Kuchen. Bei insgesamt 10 Ebenen beträgt das gesamte Fassungsvermögen demnach 240 Kuchen. Ist der Elevator voll beschickt, werden die Kuchen mit dem Aufsatz des E-Wagens herausgehoben.
Der E-Wagen transportiert nun die Kuchen in einen der beiden Trockenschuppen. Sie haben eine Lagerkapazität von etwa 320 bis 330.000 Kuchen. Nach rund 14 Tagen bei guter Witterung sind die Kuchen so weit zu Rohlingen getrocknet, dass sie gebrannt werden können. Die Stellagen sind so angeordnet, dass der Wind durch die Lattenpaare streichen kann. Entsprechend sind auch die Abstände zwischen den Kuchen eingerichtet. Der Brennmeister schafft gerade das Brennmaterial für die Feuerung heran. Hier wird die Gleichzeitigkeit von Formen und Brennen besonders deutlich. Die frisch gepressten und geschnittenen Kuchen haben eine dunkle, glänzende Farbe. Im Verlaufe des Trockenprozesses werden sie matter und heller. Nachdem die frischen Kuchen im Trockenschuppen abgesetzt sind, transportiert der E-Wagen bereits getrocknete Rohlinge zur sogenannten Umlade. Ist der Aufsatz des E-Wagens aus den Lattenpaaren herausgefahren, sinkt der Elevator automatisch auf geringere Abstände zusammen. Sie entsprechen dem Aufsatz des Handwagens, mit dem man 120 Rohlinge zum Ringofen transportiert. Da zurzeit zügig gesetzt wird, holt der E-Wagenfahrer einen weiteren Aufsatz mit 240 Rohlingen. Unterdessen fährt ein Arbeiter den Handwagen bereits zum Ofen. Der Aufsatz ist beweglich gelagert, sodass die Lattenpaare mit den Rohlingen in Längsrichtung gedreht werden können. Nur so passen sie durch die 90 cm breiten Kammertüren des Ringofens. Die Ringöfen lösten seit den 1860er Jahren die arbeits- und zeitaufwendigen Feldbrandziegeleien ab. Die Möglichkeit, ohne Unterbrechung fortlaufend brennen zu können, bedeutete eine technische Revolution. Die Energieersparnis war zudem ein wichtiger ökonomischer Faktor. Der Meckenheimer Ringofen stammt aus dem Jahre 1907. Der Originalplan zeigt Grundrissofen, Grundrissofenplateau, Seitenansicht und verschiedene Schnitte. Der Ofen ist rund 35 Meter lang und 12,5 Meter breit.
Die Höhe des Ofenplateaus beträgt 3,40 Meter, der äußere Umfang etwa 86 Meter. Der Ofen hat 14 Kammern, die hier oval um den Kamin angeordnet sind. Zu jeder Kammer gehört eine Tür, die während des Brennens verschlossen ist. Das Feuer wandert gegen den Uhrzeigersinn innerhalb von 8 Tagen einmal durch den Ofen. Wird jedoch langsam gebrannt, dauert dies bis zu 14 Tagen. In 2 Kammern werden Rohlinge gesetzt und Ziegelsteine ausgefahren, in den anderen 12 vorgewärmt, gebrannt und abgekühlt. Eine Kammer ist 4,80 Meter lang und 2,50 Meter hoch. Über jeder Kammer befinden sich 4 bzw. 5 Reihen mit je 3 Schüttlöchern zum Schütten des Brennmaterials. Eine hochgeschichtete Reihe von Rohlingen heißt Blatt. Direkt unter den Schüttlöchern ist das sogenannte Feuerblatt gesetzt. Durch die kaminartige Setzweise kann der Abrieb vom Ofenplateau durch das Schüttloch bis auf die Sohle fallen. Entsprechend den Abständen zwischen den Schüttlochreihen ist jedes 4. Blatt als Feuerblatt gesetzt. Pro Kammer ergeben sich insgesamt 16 Blätter à 500 Rohlinge. Das automatische Hauptfeuer befindet sich zurzeit in 2,5 geraden Kammern mit 40 bis 45 Blättern. Über den Kammern mit dem Hauptfeuer stehen 12 Reihen automatische Schürapparate. Eine mechanische Einrichtung betätigt sie in regelmäßigen Abständen, der Abrieb fällt durch das Schüttloch. Die Zuluft zieht durch die beiden offenen Kammertüren den schon gebrannten Einsatz und das Hauptfeuer hindurch. Die Abluft zieht von hier aus zu dem 52 Meter hohen Kamin. Etwa 2 Kammern vor dem Hauptfeuer wird im Ofen gearbeitet. Die erste Kolonne mit den Brennmeistern ist dabei, die Rohlinge zu setzen. Einige Meter weiter ist die zweite Kolonne mit dem Ausfahren beschäftigt. In den nächsten Kammern kühlen die fertig gebrannten Steine ab. In den beiden Krummkammern läuft zurzeit das Nachfeuer. In den 6 Reihen sinkt die Temperatur von 1020 Grad auf etwa 900 Grad. Je nach Fortgang des Brennens rückt das Nachfeuer nach vorne. Wir verfolgen nun das Setzen und Brennen der Ziegel. Die einzelnen Blätter sind so weit gesetzt, dass der Schieber gehängt werden kann. Er besteht aus gewachstem Papier und soll verhindern, dass das Feuer falschen Zug bekommt. Deutlich ist zu sehen, wie der Sog den Schieber auf das Blatt zieht. Die unmittelbar dahinterliegenden Füchse sind geöffnet, die Abluft wärmt die Rohlinge vor. Die Arbeiten müssen aufeinander abgestimmt sein. So ist die Setzkolonne auf laufenden Nachschub an Rohlingen angewiesen, damit die Akkordzahlen erreicht werden können. Die beiden Brennmeister demonstrieren für die Filmdokumentation noch einmal die alte Setzweise der Rohlinge. Bei diesem geschrankten Einsatz stehen die Rohlinge schräg und Kopf auf Kopf. Dies ermöglicht einen besseren Feuerlauf. Allerdings drückt sich in der Steinform der schräg darauf gesetzte Rohling ab. So kann man bei älteren Häusern mit Sichtmauerwerk deutlich die im geschrankten Einsatz gebrannten Ziegel erkennen. Der 4-lagige Sockel ist bei allen Blättern, sowohl der alten als auch der neuen Setzweise, gleich.
Die Brennmeister beginnen nun mit dem nächsten Blatt. Besondere Sorgfalt verwenden sie auf die unterste Lage des Sockels. Auf der Sandsohle setzt man die Rohlinge möglichst auf ebenen Untergrund, damit der fertig gebrannte Einsatz nicht umstürzen kann. Die moderne Setzweise nennt man gepackten Einsatz. Auf der Sohle sieht man Aschenreste und Festgebackenes von den letzten Brennperioden. Alle 3 bis 4 Jahre müssen deshalb rund 5 bis 7 Zentimeter abgetragen werden. Hier setzt der Brennmeister ein ganzes Schüttloch. Dies bedeutet, dass sich der rechte Teil des Feuerblattes genau senkrecht unter der Öffnung befindet. In den Krummkammern ist das nicht immer der Fall, da die Schüttlöcher nicht auf einer Linie liegen. Das richtige und sorgfältige Setzen der Rohlinge erfordert viel Erfahrung und erleichtert das Brennen. Nicht umsonst sagen die Brennmeister, gut gesetzt ist halb gebrannt. Bedingt durch die Krümmung befindet sich das mittlere Schüttloch nicht direkt unter der Öffnung. Der Brennmeister setzt deshalb ein halbes Schüttloch nach vorne. Im nächsten Blatt kann er dann spiegelbildlich ein halbes Schüttloch nach hinten setzen und erhält so wieder einen ganzen Schacht. Das Feuerblatt ist fertig. Rechts sieht man das ganze Schüttloch, in der Mitte das halbe Schüttloch nach vorn. Während in der Krummkammer weitergesetzt wird, verschließt der Brennmeister die Kammertür. Die erste Mauer ist 2 Steine, also 24 cm tief und schließt direkt an der inneren Ofenwandung an. Zum Verschließen der Kammertüren benutzt man normalerweise immer die gleichen Steine, die außen am Ringofen lagern. Ist die Mauer fertig gesetzt, kann sie verputzt werden. Für den Putz hat man am Vorabend etwa 8 Kuchen mit Wasser eingesumpft. Dies ergibt die Menge, die man für Innen- und Außenmauer benötigt. Der Putz soll verhindern, dass falsche Luft in den Ofen eindringt bzw. Warmluft entweicht. Er wird deshalb besonders an den Kanten sorgfältig angedrückt und glatt gestrichen. Vor der inneren Wand wird im Abstand von etwa 60 cm eine zweite Wand hochgezogen. Sie ist nur einen Stein, also 12 cm tief. Auch die äußere Wand wird verputzt. So ist die Kammertür durch insgesamt 2 Wände mit einem dazwischenliegenden Hohlraum verschlossen,
der für zusätzliche Isolierung sorgt. Auch während der Arbeiten, wie Setzen der Rohlinge und Verschließen der Kammertür, ist der Ofen dauernd in Betrieb. In einer Kammer werden die Rohlinge gesetzt, in der nächsten die fertig gebrannten Ziegel ausgefahren. Der Brennmeister ist für das Setzen verantwortlich, muss aber gleichzeitig den Brennvorgang betreuen. Als Brennmaterial verwendet man Braunkohlenabrieb. Der Verbrauch liegt zurzeit bei 1,5 Tonnen pro Tag. In regelmäßigen Abständen von 30 Minuten füllt der Brennmeister die Schürapparate nach. Früher war es üblich, alle Feuerreihen von Hand zu schütten. Dies geschieht heute in Meckenheim nur noch beim Nachfeuer. Die hintere Reihe des Automatikfeuers, die hier zu sehen ist, hat eine Temperatur von 1000 Grad. Zwischen der 7. und 6. Reihe liegt der sogenannte Garpunkt bei 1080 Grad, während die erste Reihe nur etwa 500 Grad erreicht. Die Kontrolle des Brennfortschrittes ist Erfahrungssache. Die Ziegel sind fertig gebrannt, wenn das Blatt um 5 cm geschwunden ist. Die Schürapparate werden alle 20 Sekunden automatisch durch einen Mechanismus betätigt. Je nach Einstellung fällt mehr oder weniger Abrieb in die Kammer. Bei 2 Zähnen ist die Menge relativ gering, bei 4 Zähnen größer. Dabei wird eine höhere Temperatur erreicht. Über den Schreiber können die 4 Messelemente, pro Kammer jeweils eines, abgerufen werden. Am Kurvenverlauf erkennt man, dass während des Schüttens die Temperatur um etwa 20 Grad ansteigt. In der 3. Reihe des Nachfeuers steht ein solches Messelement. Der Brennmeister schüttet hier von Hand. Die erste der 6 Reihen hat eine Temperatur von etwa 1020 Grad, die letzte rund 900 Grad. Zwei regulierbare Züge sind offen. Der Ofen steht optimal im Feuer. Beim Öffnen eines Schüttloches schlägt das Stoßfeuer in die Höhe. Dies bedeutet, dass der Brennmeister den Zug richtig eingestellt hat. Der Brand ist so weit fortgeschritten, dass der Brennmeister die letzte Reihe der Schürapparate umsetzen kann. Das Automatikfeuer rückt also eine Reihe weiter. Das Nachfeuer folgt. Der Mechanismus für die Schürapparate kann in 3 verschiedenen Geschwindigkeiten laufen. Das Gestänge führt nach oben unter das Dach des Ofenplateaus. An der Kette selbst befindet sich ein Bolzen, der das Gestänge vor- und zurückschiebt. Von hier aus wird die Bewegung auf die ganze Anlage übertragen. Einmal werden die Schürapparate der äußeren und inneren Reihe betätigt, beim nächsten Turnus die der mittleren Reihe. Am neuen Standort des Schürapparates hakt der Brennmeister zunächst die Verbindungsstange im umlaufenden Schürgestänge ein. Nun öffnet er das Schüttloch und legt den Einsatz für den Apparat darauf. Pro Tag kann man bis zu 5 Reihen Schürapparate vorfahren. Dies hängt natürlich von der Brenngeschwindigkeit ab. Zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen wird relativ langsam gebrannt, also fährt der Brennmeister an diesem Tag nur 3 Reihen nach vorne. Dieser Schürapparat steht nun in der 1. Reihe des Automatikfeuers.
Da hier die Temperatur etwa 500 Grad beträgt und nur langsam ansteigen soll, wird der Brennmeister den Mechanismus auf eine geringe Menge einstellen, also auf 2 Zähne. Während der Brennmeister die Apparate vorfährt, von Hand schüttet und das Feuer überwacht, geht in den Kammern das Setzen weiter. Auf der anderen Seite des Ofens, also hinter dem Nachfeuer, kühlen die fertig gebrannten Ziegel ab. Nach einer gewissen Zeit entfernt man die äußere Wand, schließlich die innere. Die Ziegel dürfen nicht zu schnell abkühlen, da sie sonst reißen. Die zweite Kolonne ist damit beschäftigt, die Kammer leer zu fahren. Die noch warmen Ziegel werden auf einen Wagen gesetzt. An Klang und Farbe kann man die Güte der gebrannten Ziegel erkennen. Ist der Kopf sehr hell, war der Lehm zu feucht. Die Steine links oben haben einen etwas zu hohen Anteil an Mutterboden. Die nach DIN 105 als Hintermauersteine zugelassenen Ziegel werden in 200er Gebinden an Bauunternehmer und Privatpersonen verkauft. Sie finden vor allem als Sichtmauerwerk im rustikalen Innenausbau Verwendung. Die Grafschafter Krautfabrik verarbeitet sie bei allen Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände. Die Blätter mit den fertig gebrannten Ziegeln neigen sich leicht nach hinten. Auf den Ziegeln, besonders um das Schüttloch herum, liegen die Verbrennungsrückstände. Der Abrieb ist vollständig zu Asche verbrannt. Die Ringöfen, einst eine bedeutende technische Neuerung, sind inzwischen von Tunnel und anderen Öfen abgelöst. Der Meckenheimer Ringofen gehört zu den letzten funktionstüchtigen Anlagen, die noch betrieben werden.